So, hallo Leute! Willkommen im nächsten Video! Jetzt mache ich mal die Fenster rein und ein paar Dinge, Toilette, Kühlschrank und so weiter. Also herzlich willkommen, dann lassen wir los! So, jetzt geht's mit dem Fenster los. Zuerst angezeichnet, das ist das Fenster vom Alkoven. Jetzt bohre ich in jedes Ecke ein Loch rein. Also vier Löcher, die habe ich jetzt gemacht, in jeder Ecke eins. Eins habe ich zu viel gemacht, weil ich zuerst den falschen Durchmesser gemessen habe. Aber ich kontrolliere immer wieder nach. Hier ist das Fenster und hier außen muss man ausschneiden, ein bisschen mehr wegen dem Radius, der hier ist. Ja, und dann nimmt man den Abschnitt raus und dann holt man das Fenster und guckt, ob es geht. Hoffentlich passt. Passt! Hier noch die Ansicht von innen. Mein Alkoven, mein Schlafplatz. Ihr seht, genügend hoch. Dann Schutzfolie nicht vergessen wegzunehmen. Da schneide ich jetzt ein Stück weg. Dann schleift man da diese 3 cm, die ich zuvor eingezeichnet habe, an, damit dann der Sikaflex hält. Ja, und dann reinigt man das Ganze natürlich. Und auch hier schleife ich etwas an. So, dann reinigt man das Ganze. Und dann kommt Sikaflex. Jetzt macht man es rein. Der Griff natürlich nach unten. Ja. So, jetzt sollte es schon mal heben, jetzt gehe ich noch rein. So, und damit es hält, mache ich es noch mit Spannset fest. Das ist schon eingebaut. Oder man macht es an der Wand an, geht auch. Und jetzt füge ich noch ab und dann mache ich zusätzlich noch Klebeband, falls die Saugnäpfe nicht halten. So, ich bin weiter an den Eckprofilen dran. Hier habe ich schon mal 2 gesetzt. Zuschneiden. Ah, das ist eine scheisse Arbeit, mache ich gar nicht gern. Und dann hinkleben. Dann gucken, dass sie halten. Und hier seht ihr, wie ich das mache. Außen da der starke Kleber und nachher eine Sikaflex. So, jetzt habe ich fast alle Leisten dran. Die Eckleisten noch. 2 müssen von Hand machen, weil die gibt es nicht zu kaufen. Klappen sind auch alle drin, bis auf diese, weil eben da kommt der Tank noch rein.
Und diese Profile, da bin ich echt froh, sind die jetzt dran, noch abfugen dann. Und jetzt kommt mein Bestes, mein Schmuckstück, mein Kühlschrank, ein richtiger Haushaltskühlschrank, 230 Volt. Er hat zwei Kühlkreisläufe, eines für den Kühlschrank und eines für den Tiefkühler. Da kann man schön jedes einzelne einstellen und das Ding ist genau das, was ich mir gewünscht habe. So sieht das aus und zwar mit der neuesten Technologie. Der hat einen Smart-Kompressor, das heißt, der kann die Drehzahl regulieren. Es ist ein 3-Stern, sehr energieeffizient und ich mache gerade jetzt einen Probekühllauf. Ja, es kühlt schon. So, jetzt mache ich wieder zu. Richtig schön Platz. Da freue ich mich. Und der Kompressor ist jetzt am Laufen. Man hört die kaum, der ist so leise. Durch das, dass er auch Drehzahl geregelt ist, ist es einfach, ja. Der war sehr schwer zu kriegen, hat etwas über 600 Euro gekostet. Ich habe den längst ausgesucht, musste jetzt das Nachfolgermodell nehmen. Das war genau mein Wunsch. Jetzt gibt es aber ein Problem. Der ist 60 breit, 59,5. Die Tür hat aber nur 55. Das heißt, das habe ich ja schon erwähnt, wenn er einmal drin ist, dann kommt er nie mehr raus. Dann wird er drin repariert. Wobei, ich denke, der wird 15 Jahre oder noch mehr durchlaufen. Also kommt er hier rein und dann darüber und dann bleibt er drin. Dann muss er einfach funktionieren. Nimmt langsam Gestalt an, die Tanks sind gekommen. Das ist der Abwasser- und Fäkalientank. Weil ich ja eine Zerhackertoilette habe, ist da alles flüssig. Ja, und der geht eben jetzt genau da rein. Ich habe es schon probiert, reinschieben und dann drehen und dann ist er irgendwo in der Mitte. Ja, und der zweite Tank, der ist riesig. Der hat über 500 Liter. Der sitzt hier neben der Garage und oberhalb ist dann der Tisch und die Sitzgruppe. Also der ist da schön verstaut. Der macht alleine über 500 Kilo aus. Ja, aber Wasser ist wichtig, so habe ich genügend Kapazität. Es ist Weihnachten, jetzt sind noch die Fiktron-Sachen gekommen. Alle Kabel, um das hier, das ist der neue Servo GX. Da kann man alle Geräte anschließen, dann hat man Datenaufzeichnung. Auch die Tanksonden kann man hier anschließen, also alles zusammen geht hier rüber. Zwei Laderegler, je 50 Ampere und der Batteriemonitor. Das ist alles. Der alte Husky, 9 Jahre und immer noch voll Puff. Hier ist der Winter eingekehrt, es ist arschkalt. Hey. Jeden Morgen, hey, friere ich mir den Arsch ab wie die Wölfe. Oi, oi, oi. So, jetzt habe ich euch noch ein Rätsel zum Lösen. Der Tank hat genau die Größe, dass er da reingeht. Mehr nicht. Also hier hat kein Platz mehr. Jetzt muss ich aber die Sonde noch einbauen. Wenn ich jetzt die draußen einbaue, kriege ich den Tank nicht rein. Also muss ich sie drin einbauen. Und drin sieht das Ganze so aus. So viel Höhe bleibt dann übrig. Das sind 5 cm, mehr nicht. Da kann ich aber nicht bohren. Also wie mache ich jetzt da, ohne ein Loch in den Boden zu machen, wie mache ich jetzt da die Sonde rein? Überlegt euch mal. Ich musste auch studieren, aber es gibt eine Lösung. Und das hier ist ja der Fiktron-Wechselrichter, davon habe ich 2.
Und jetzt seht ihr, warum ich die Raumhöhe auf 48,5 gewählt habe. Ursprünglich wollte ich sie ein bisschen kleiner machen. Aber es ist so berechnet, dass der Wechselrichter, ist 18 Kilo, glaube ich, verdammt schwer, dass der, guck mal, diese Schräge, perfekt haben sie das gelöst. Jetzt kann ich den so, hier klemmt er ein bisschen, so schön aufstellen. So, seht ihr? Und jetzt steht das Teil da drin. Das war das Ziel, deswegen diese Höhe. Die Kabel, die werden da unten eingeführt. Schneide ich gerade das nächste Fenster aus. Das war das Küchenfenster. Das ist dann genau in der Mitte vom Küchenblock. So, hier, man sieht nicht viel. Nebenan ist die Toilette. Die Küche ist 1,50 Meter lang. So, jetzt ist das Fenster draußen. Das nächste Fenster ist drin. Und oben hat es noch 45 Abstand bis zur Decke, weil da kommt dann der Oberschrank hin mit 45 Tiefe. Und so sieht es von außen aus. Das sind Outbound-Fenster, ja, das habe ich ja schon gesagt. Und ich muss sagen, sie gefallen mir. Was habe ich sonst noch gemacht? Da unten die Profile habe ich noch angeklebt. Und dann da Eckprofile, es kommen dann noch mehr. Mache ich aber nicht so gern, muss ich ehrlich sagen. Da ist noch ein Profil. Ja, und diese Eckprofile. Die Arbeit ist gar nichts für mich. Ich bin eher der Techniker. So, jetzt erzähle ich euch ein bisschen über das Konzept überhaupt vom Wohnmobil, was ich da plane. Und zwar, mein Ziel ist autark zu sein. Ich habe schon eines umgebaut, kann man sagen, ein Phoenix auf einem Vario. Der ist übrigens zum Verkauf. Wer Interesse hat, der hat 1400 Amperestunden Batterie, 1840 Watt Solar, ist gasfrei. Also der lebt eigentlich nur vom Strom. Alles funktioniert wie in einem Haus, also elektrisch, mit Mikrowelle, Backofen, alles. Jedes Gerät eigentlich, das man in einem Haus auch hat. Und genau das gleiche Konzept, weil das hat sich richtig bewährt, mache ich jetzt auch hier in diesen Camper rein. Hier kommen sogar ein bisschen mehr Batteriespeicher. Und zwar sind das dann 20 Kilowattstunden Speicher. Das sind auf 12 Volt umgerechnet etwa 1600 Amperestunden. Auf 24 Volt sind 770 Amperestunden. Ja, damit sollte man ziemlich lang autark sein. Dann kommt eine Solaranlage mit den besten Modulen, die es momentan auf dem Markt gibt. Das ist die SunPower Zellen. Die haben einen Modulwirkungsgrad von über 22%. Im Ganzen gibt es 5 Module. Eines davon hat 400 Watt und hat nur eine Fläche von 1690 mm mal 1050 mm in der Breite und 4 cm Höhe. Ein Modul bringt also bereits schon 400 Watt, von denen kommen also 5 aufs Dach. Ich könnte sogar 6, aber dann kann ich die Dachfenster nicht mehr einbauen. Dachfenster kommt vorne eins beim Alkoven, ein großes, da kann ich dann aufmachen und raussehen, wenn ich stehe, habe ich einen super Fernblick, komme da auch aufs Dach. Dann eins in der Dusche und sonst hat es keine Dachfenster, gibt auch kein Satellitenschüssel und so, brauche ich eigentlich nicht mehr, gucke praktisch kein TV mehr seit dieser Zeit, in der wir momentan leben, immer diese Nachrichten, diese Horrormeldungen und so, das vermeide ich. Gut, dann wird das Wohnmobil wieder gasfrei werden, also ich will einfach möglichst wenig Energiequellen
Und deswegen werde ich eben alles wieder auf elektrisch, weil diese Energie kann man gut speichern und vor allem sie kommt immer wieder automatisch vom Himmel. Auch bei schlechtem Wetter übrigens. Natürlich jetzt hier im Norden, sage ich, in Deutschland, ist jetzt nicht mehr viel, wenn es neblig ist, wie momentan, da kommt nicht viel, aber so sagen wir so ab Februar bis November hat man auch Ertrag, wenn es halt dann mal nicht so gutes Wetter ist. Das reicht normalerweise. Jetzt komme ich schon ein bisschen an die Grenze, aber normalerweise bin ich ja sowieso im Süden, da wo es warm ist und so, das wisst ihr ja. Ja, also die einzige Energiequelle, die ich dann noch brauche, ist Diesel zum mich fortbewegen und allenfalls die Heizung. Wobei heizen muss ich nicht viel, eben im Süden. Und was auch wieder reinkommt, ist eine Klimaanlage, und zwar ganz normale Hausklimaanlage, wie man sie kennt von den Häusern. Eigentlich die ganze Technik, mehr oder weniger, stammt auch vom Haus. Und zwar ist das eine Sprühklimaanlage mit einem Außengerät und einem Innengerät. Das habe ich ja jetzt schon in meinem Wohnmobil und das hat sich super bewährt. Und auch mit dem kann man heizen, wenn man weiß, man hat genügend Energie, kann man super schnell mit dem heizen. Das heißt, das verbraucht dann etwa 800 Watt und bringt das dreieinhalbfache an Heizleistung. Die restliche Energie holt es von der Luft draußen eigentlich. Ja, dann Wasser ist natürlich auch ein Thema. Da habe ich diesmal gleich einen 500-Liter-Tank, hat sogar noch mehr, glaube 530, bauen lassen. Und der ist direkt unter dem Tisch dann, unter der Sitzgruppe in der Mitte. Ich habe ihn extra bauen lassen, damit ich keinen Platz verschwende und der optimal da unten dann Platz hat. Und durch das hat man natürlich viel mehr Wasserspeicher. Momentan beim anderen Wohnmobil muss ich eigentlich nicht Wasser tanken. Meistens, wenn ich unterwegs bin, tanke ich von irgendwelchen Quellen, Brunnen. Ich gucke dann auf Maps.me nach, wo es eine Quelle hat. Oder jetzt momentan hole ich es vom Regenwasser, vom Dach her, führe ich das durch den Filter. Das werde ich dann euch nachher zeigen. Und da hole ich eben mein Wasser da, ganz eine simple Installation. Also das Wasser kommt da oben links runter oder rechts, je nachdem wie ich die Hubstützen stelle. Und geht dann da in den Schlauch. Das ist mein normaler Schlauch, den ich auch brauche zum am Brunnen Wasser füllen. Dann geht es hier durch einen Aktivkohlefilter und dann in den Tank rein. Das Wasser brauche ich halt zum Duschen, zum Waschen, für die Toilette, zum Kochen auch. Aber so vom Hahnen trinke ich nicht gerade. Ja, vielleicht mache ich mal Tee damit, aber ja, für das ist es gut und für das reicht's. Ich bin da sowieso nicht so empfindlich. Ich wurde noch nie krank, ich werde überhaupt nicht krank. Mich kann kein Virus momentan umlegen. Ja. Ja, und das ist übrigens das Wohnmobil, das zum Verkauf steht. Ich habe da auch ein YouTube-Video vor über 2 Jahren gemacht. Ihr müsst einfach in meinen Kanal gehen und dann da nach häufigste Aufrufzahl wählen. Das hat über 200.000 Klicks. Und da kriegt ihr eigentlich alle Informationen oder dann auf meinem Blog. Und es ist inseriert da in den Inseraten, in den normalen, die man kennt, da findet ihr es auch. Für mich ist autark nicht nur vom Strom, sondern eben auch von möglichst vielen Energiequellen. Und damit, wenn ich jetzt stehe, brauche ich außer Diesel zum Heizen, beziehungsweise ich habe Heizöl. Ich habe das Geschenk gekriegt, etwa 150 Liter, das sollte reichen für den Winter. Jetzt heize ich momentan mit dem. Aber sonst brauche ich eigentlich keine, ja, anderen Ressourcen. Ja, dann das Wohnmobil selber, das wird 2,35 Meter breit und
knapp 6,80 Meter lang. Ich wollte also unter 7 Meter bleiben. Und die Höhe ist ein bisschen höher wie der normalen. Die wird 3,75 mit den Dachfenstern und den Modulen. Und zwar deswegen, weil ich den Alkoven so geplant habe, dass ich drin sitzen kann. Also, dass ich genügend Höhe habe. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, das ist meine Wohnung. Und da will man ein bisschen Platz haben. Und durch das muss man gewisse Kompromisse eingehen. Die Höhe ist jetzt für mich weniger schlimm, wie zum Beispiel die Länge oder eben dann der Böschungswinkel. Also wenn man irgendwo über ein Flussbett fährt, dass man nicht gleich hinten anhängt, das ist der Böschungswinkel. Der ist bei mir jetzt auch viel, viel besser wie vorher. Ja, das sind so meine Kriterien. Möglichst viel in wenig Raum. Das war so das Ziel und das Konzept und das habe ich eigentlich gut verwirklicht. Der Doppelboden hat ja eine Höhe von, nochmal überlegen, 49,5 sind es glaube ich, oder 48,5, jetzt weiß ich es nicht mehr genau. 48,5, ja genau. Also da hat es auch viel Stauraum, da kann ich dann die Euroboxen reintun. Einfach Platz braucht man und überall wird Platz geschaffen. Es sollte keine toten Räume geben. Alles sollte ausgenutzt werden, weil man hat nicht viel und mit den Ressourcen, die ich habe, mit denen muss ich auskommen. Ja, das ist so von mir mal ein Statement über das Wohnmobil. Jetzt, was wollt ihr noch wissen? Ja, es ist ein unter 7,5 Tonnen natürlich. Ich habe da rund etwa 4 Tonnen mit der Kabine zum da Einpacken, bis ich reisefertig bin. Das sollte reichen. Auch mit voll Wasser, voll Diesel und so weiter. Was sind noch wichtige Eckdaten? Ja, ich habe glaube alles erwähnt. Und sonst fragt einfach und dann werde ich euch das sonst mal beantworten. Ja gut, dann... ja, das war jetzt ein Zwischenbericht, ein Zwischenvideo, normalerweise alle 2 Wochen, jetzt habt ihr ja eins schon wieder nach einer Woche. Okay, dann bis später und wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Okay, tschüss.